Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Im letzten Part ging es weiter im Turm der Einsamkeit, immer noch auf der Flucht vor diesem komischen, mysteriösen Viech da. Und wir wollen auch immer Olimar retten und ich hoffe, dass wir das in diesem Part jetzt endlich mal schaffen können. Denn wir haben jetzt von diesem Höhlenlabyrinth da schon das meiste abgeschlossen. Nur noch ganz, ganz wenig dürfte fehlen. Und dann sollten wir wieder rauskommen und ich vermute, dass wir halt dann hier in die Nähe von der Drake kommen und dass es halt dann nochmal einen richtigen Bosskampf gegen das Ding gibt. Das wäre auf jeden Fall ganz cool, weil ich weiß noch immer nicht, was ich von dieser Fluchtsequenz da halten soll, ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir die heute abschließen können und dass wir dann auch eventuell noch einen coolen finalen Bosskampf haben. Das wäre schade, wenn es keinen richtigen finalen Bosskampf mehr gäbe, aber wird es, glaube ich, schon noch geben. Schauen wir einfach mal. So, kurz wieder hier hoch und wieder Olimar abholen. So, hi. Wieder Flügelpikmin. Am besten sogar mehr als 5. Okay. So, ja, kenne ich schon. So. Ja, wo sind sie jetzt? Achso, ja, Brittany geht ja immer schon voraus irgendwie. Aber ja, passt. So, auch kurz skippen. So, herkommen. Genau, wir haben jetzt nämlich mittlerweile die Abkürzung, die ich hier benutzen kann. Und dann können wir eben noch hier hin zu dieser dunklen Höhle. Und da muss ich dann mit einem Captain über die Brücke, oder mit allen Captains über die Brücke, da einen rüberwerfen, gelbe Pikmin noch dahin machen, die Glühbirne aktivieren. Und dann können wir hier hingehen, dann hier überall entlang und dann halt hier wieder die Höhle verlassen. Das ist mein Plan. Ich hoffe, dass der aufgehen wird. So, ihr kommt mit, gut. So, Gegner dürften hier eigentlich auch keine mehr sein. Und auch ansonsten, glaube ich, nichts anderes mehr, nichts Gefährliches oder sowas. Sollte alles passen. Ich hoffe nur, dass die Flügelpikmin mit Olimar wirklich zu mir aufschließen können und dass die nicht in das Spinnennetz reinfliegen oder so. Aus irgendwelchen Gründen. Würde ich ihnen zutrauen. Aber ich hoffe dann doch nicht, dass es der Fall ist. So, genau, hier rechts hoch. Über die Brücke. Ich habe auch genügend gelbe Pikmin dabei. Also hoffe ich zumindest. 10 hat man immer gebraucht. Das letzte Mal für die anderen Glühbirnen. Deswegen werden es da wahrscheinlich auch 10 sein. Hoffe ich mal. Da ist auch noch ein Datenschip. Gut. So. Hier ist etwas. Was meinst du? Ich weiß gar nicht, was sie meint. Hoffe nichts Fieses. Uff. So, erstmal dahin. Okay. Ja, reicht. So, jetzt ist ganz hell und jetzt komme ich da eben rüber. Perfekt. So. Ja, genau. Ich kann ja durchlaufen mittlerweile, richtig? Durch Elektro. So, alle herkommen. Keiner fällt bitte runter. Ich will jetzt eigentlich fast nur noch kurz auf Olimar warten. Ach, der ist schon da. Okay, perfekt. Wunderbar. Und das Viech hängt ein bisschen hinterher. Aber es wird wahrscheinlich hier gleich wieder die Wand hochkraxen können. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Hier ist jetzt gleich aber noch ein Gegner. Ja, eine scheiß Spinne. Okay. Die ist aber auf der richtigen Seite. Ich bin mir immer nicht sicher, was gut ist gegen... Oh, holy shit. Facepicken sind gut. Okay. Nicht schlecht. So, mitkommen. Und jetzt dürften hier... Ah, hier ist noch eine Mauer, die ich einreißen muss. Okay. Aber das sollte, glaube ich, machbar sein. Alle drauf. Da kann ich auch nochmal schön wechseln da hinten, falls ich mit meinen Pikmin nicht zufrieden wäre. Bin ich aber. Weil ich habe ja von jeder Art 12 und das ist, glaube ich, ganz gut so. Da wäre noch irgendwas im Boden. Wahrscheinlich Bomben oder so, aber ist mir zu riskant. Ja, er geht sogar wirklich außenrum tatsächlich. Okay, ich dachte, er würde einfach hier straight die Wand hoch oder so. Aber dann haben wir ja noch ewig viel Zeit. Dann ist gar kein Problem. Und die Wand ist eh schon gleich angerissen. Da hinten, genau, da hinten kann ich noch mit dem Flügelpikmin irgendwas aufmachen. Das will ich gleich auch noch machen. Mal gucken, was da ist. So. Er kommt. Gut. Alle mitkommen. So, überall Wechselmöglichkeiten. Aber ist mir, wie gesagt, egal. So, lass mal kurz los. Und mal bitte drauf. Kommen gleich Gegner raus, pass auf. Es ist hier! Nee. Ach nee, das ist nur eine Abkürzung auch, die ich machen kann. Okay, ja. Schön. Ja, ich will das wieder eigentlich Flügelpikmin machen lassen. Kommt her. So, hol die mal, genau. Ja, jetzt bitte nicht mehr entführen lassen, das wäre jetzt doof. Okay, passt. Und dann kommen wir hier eben gleich raus, ja. So. Endlich wieder Tageslicht. Ja, ich gehe schon mal ein bisschen voraus. Die folgen mir schon noch, oder? Und ja, ich bin hier. Okay, das war ja genau der Ort, den ich auch erwartet habe. Und jetzt sind wir hier bei dieser großen Arena. Und hier wird es gleich noch einen Kampf geben. Oder? Oder ist jetzt einfach vorbei und wir haben es geschafft.
Prima! Okay, jetzt geht's ab. Uiuiui. So, was kann der denn? Ah, Datenchip noch. Okay, da kann er wahrscheinlich Pikmin aufspießen mit dem Move. Ja, erstmal ausprobieren. Einfach mal ein paar blaue raufwerfen, egal, und gucken, was die machen. Ja, der hat eine goldene Lebensanzeige. Sehr lustig. Und er verliert Partikel. Kann ich die angreifen? Kann ich, ja. Okay. Ah. Okay, der saugt sich wieder voll mit denen, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe. Die Gefäßpikmin bringen gar nichts. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, ihn damit zu treffen. Okay, machen Flügelpikmin drauf. Die sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Einfach mal alle drauf. Wird schon. Okay, jetzt schüttelt er sie wieder ab. Okay, und jetzt ist überall Zeug. Okay, jetzt einfach drauf. Alles wegmachen. Jetzt wird es aber ein bisschen chaotisch leider. Jetzt werde ich welche verlieren. Ja. Das war klar. Kommt her, her, komm, her, komm. Ausweichen, ausweichen. Mach die Ausweichrolle. Na, trotzdem welche erwischt. Scheiße. Okay, aber Prinzip verstanden. Ja, geht mal nochmal hier drauf. Alles wegmachen. Ja, das war so schnell. Geh weg. Geh nochmal drauf. Sehr schön, sehr schön. Okay, immer, also das Abschütteln ist wirklich ganz gut, weil dann lässt der übelst viel liegen. Ja, aber jetzt habe ich aber viele verloren. Mit seiner blöden Aufspießattacke da. Aber das ist halt auch gefährlich, weil ich meine, ich muss die Partikel ja wegmachen von ihm. Ja, wieder gehalten. Ja, der heilt sich schon echt ziemlich viel. Der hält auch einiges aus. Okay. Motivieren. Ja, hier wird man ein paar verlieren, das lässt sich nicht ändern. Ist mal so. Und alle, oh, alle drauf, nice. Das geht ab. Okay, und gleich mal ein bisschen was wegmachen von dem Zeug. Herkommen wieder. Und, oh Gott, ist hier viel Zeug, das kriege ich ja nie alles weg. Was ist da hinten eigentlich jetzt? Ah, das ist wieder der Würfel, das Innere von ihm. Was ist das denn eigentlich? Ach, Wasser. Moment. Ah, okay. Oh, okay, da kann ich auch ganz viel wegmachen. Nice. Der ist aber cool, der Boss. Und ich finde, das ist ein lustiges Prinzip, dass man... Na, wie soll das denn gehen, da auszuweichen, Mann? Das ist ein lustiges Prinzip, dass man da immer... hier seine... sein Gelee-Zeug da wegmachen muss. Da wird sie gleich wieder abwerfen. Oder einfach auskotzen. Achso, nee, okay, das ist wieder so ein Wasserding, oder? Okay, Elektro, das geht auch. Das ist auch cool, weil der auch alle möglichen Elemente einsetzt. Ein bisschen wie in Pikmin 2, der Boss. Aber das finde ich echt mega cool. Also, wie gesagt, die Fluchtsequenz fand ich irgendwie komisch. Von der bin ich jetzt... Ja, ist nun mal so. Aber der erwischt dann nicht so viele auf einmal immer, das ist ganz gut. Von der Fluchtsequenz war ich jetzt kein so Fan. Aber der Kampf jetzt hier ist cool. Ich würde es an dem Tag noch schaffen, ganz gerne. Das würde ich schon hinkriegen. Also ich sollte gleich noch eigentlich mehr motivieren. Meine Pikmin. So, nochmal. Okay. Okay, Blase oder wie? Ja, die können noch nicht zerquetscht werden, die Face-Pikmin. Perfekt, genau. Die anderen könnten da zerquetscht werden. Ja, der hat wahrscheinlich wirklich für jedes Element einen Angriff. Da drauf. Kopf wieder, okay. Ja, scheiße. Nein, nicht die anderen, nicht die anderen, nicht die anderen, nicht die anderen. Ich wollte doch nur Face-Pikmin hinschicken. Scheiße. Boah, ist aber schon ziemlich chaotisch, der Kampf. Aber das ist sogar eigentlich ganz gut, dass er immer mit seinen Würfeln da angreift, weil da kann ich dann ganz gut Schaden machen. Und dann auch viel von seinem Schleimzeug da wegmachen, weil das ja immer in einiges zerfällt. Und der heilt sich jetzt mittlerweile gar nicht mehr so oft, weil ich halt auch mal rechtzeitig die Dinger gleich zerstöre. Das ist ganz gut. Ja, ich habe schon nur noch 29 Pikmin. Also das ist schon krass. Weil er kann... Also ja, stimmt. Kann ich eigentlich zu Drake laufen und zu Zwiebel und mir einfach neue holen? Geht das? Können wir austesten. Das wäre lustig. Tschüss. Das
geht halt sogar echt. Lol. Ja, okay, dann mach ich das mal. Dann ist es echt gar nicht so schlimm, wenn man hier Pigment verliert. Würde ich sagen, ganz brutal wieder. Schick mal einfach alle zurück und nimm mir wieder 12 von jeder Sorte mit, weil ich brauche ja wirklich alle Pigment-Arten. Weil er auch eben für jedes Pigment einen entsprechenden Element angefahrt. Okay. So. Aber ich habe halt jetzt leider immer weniger Blütenpigment. Das ist ein bisschen ein Problem. So, schön mein Motivierspray rausballern. Oh, es fliegt da auch noch. Aber da sind jetzt natürlich Flügelpigment. Ah, und umgeworfen. Nice, nice, nice. Drauf. Okay, das war richtig nice. Leute, der hat noch einen Datenschip rausgekratzt. The fuck? Ja, der kann die aber so... Also gegen die Fresse-Attacke kann man ja kaum was machen. Okay, rot. So, kaputt machen. Und drauf. So, noch ein Datenschip. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele mir noch fehlen. Also ich meine, die Wandbilder habe ich ja natürlich auch nicht gefunden, weil wie soll man die auch selber finden können? Und deswegen werde ich dann noch eh später nachholen müssen. Aber ich kann die Flügel picken, ja doch. Was? Jetzt checke ich aber nicht mehr so ganz viel. Muss ich zugeben. Na, scheiße! Hilfe! Feuer-Pigment! Oh Gott, jetzt sterben alle. Nein, gib mir Feuer-Pigment. Na egal, ist eh weg. Okay, Face-Pigment. Oh Gott. Ja, das ist ein cooler Bosskampf. Der ist auch echt schwer, weil er kann halt... Also einerseits, wenn er den Würfel raushaut, dann mit den Elementen können natürlich... Ja, übertreib halt noch mehr! Dann können meine Pigment natürlich sterben, aber auch durch seinen Angriff können wirklich sehr schnell Pigment sterben. Drauf auf ihn. Da Wasser. Ja, trefft halt! Oh nein, jetzt haben die alle Wasser. Ja, hier werden welche sterben. Lässt sich jetzt nicht ändern. Aber ich kann hier wieder draufhauen. Genau, die anderen, die ich nicht rechtzeitig zerstören konnte, konnte er einsaugen. Aber den, wo ich zerstören konnte, nicht. Okay. Hilfe. Motivieren nochmal. Flügelpigmen. Nein, wie sieht denn halt an? Ja, jetzt ist eh egal. Drauf. Oh nein. Oh, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Wasser, 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 Wasser. Elektro. Gut. Drauf. Jetzt nicht von dem Würfel zerquetschen lassen. Aber er hält nicht mehr viel aus. Ja, was ist denn? Alter! Der ist so chaotisch, der Kampf. Aber wie gesagt, ich finde ihn trotzdem mega cool. Aber echt schwer. Soll ich mir nochmal neue holen? Nee, jetzt nicht mehr. Was? Aber wie er sogar mich... Wie viel Leben habe ich noch? Ja, mehr ist genug. Wie sieht er an? Drauf. Motivier nochmal. Der hält nicht mehr viel aus. Einfach drauf. Jetzt, das dürfen wir jetzt einfach so schaffen. Oder? Schön das ganze Ding wegmachen. Das ganze Zeug. Komm. Ja, jetzt. Das werden wir doch jetzt wohl schaffen, oder? Mach weg, mach weg, mach weg. Aber ich bräuchte mehr Flügelpigment. Weil er jetzt immer in der Luft ist. Oder gelb. Na, oder gelbe würden auch gehen, Alvi, jetzt mich auch voll auf wegdrängt, der Arsch. Alter, das war ein ziemliches Massaker. Aber der ist auch echt abgegangen. Auch voll cool, wie er gegen Ende einfach noch viel mehr übertrieben hat. Ständig in der Luft war und seinen blöden Angriff da gemacht hat, wo er zugestochen hat. Und auch immer irgendwie drei verschiedene Elementdinger gleichzeitig rausgehauen hat. Feuer, Elektro, Wasser, den Würfel, alles mögliche. Richtig heftig. Echt ein voll cooler Bosskampf, finde ich. Auch sehr, sehr schwer. Ich habe sehr viele Pigment verloren. Aber war mega cool. Oh, so war das also. Verzeihen Sie, dass ich mich nun erst vorstelle. Ich bin Captain Oliver. Das Voice Acting. Ja, sogar ein paar ernste Wörtchen. Yeah! Endlich! Captain Oliver. Captain Oliver.
Louis, bitte bleib für immer gefesselt. Yay! Geschafft. Wurde jetzt doch noch sehr, sehr eng zum Ende hin. Aber durch die Tatsache, dass die Zwiebel gleich in der Nähe ist, ist es echt halb so wild. Wenn man ein paar Pikmin sich gesammelt hat davor, dann geht's. Nee, nicht für... Der lebt immer noch! Na, wir werden bestimmt noch in Pikmin 4 wieder hierhin zurückkehren. Und neue Pikmin entdecken. Oh. So süß. Ja, und der lebt einfach immer noch. Ist der wirklich unsterblich oder wie? Das komische Ding. Vor allem, was war das eigentlich? Dieser komische Würfel da innen drin, in dem. Also, keine Ahnung, was das überhaupt für ein Wesen war. Ich wäre mir da nicht so sicher. Weil ich meine, nachts sterben die Pikmin ja auch, wenn sie alleine sind. Also jetzt sind einfach alle Pikmin tot. Nee, aber immer wenn wir auf den Planeten zurückgekehrt sind, in Pikmin 1, 2 und 3, waren auch wieder Pikmin da, also die werden das schon überleben. Den drei Forschern gelang es. After securing a bountiful supply of edible matter and learning the valuable lessons of planning and teamwork, the explorers are set to become the saviors of their home planet. Under their guidance, the seeds they've recovered will be used to kick off a sustainable cycle of cultivation and harvesting, thus bringing new life to Kopai. However, one question remains. What was the cause of the accident that sent the SS Drake hurtling to PNF-404's surface? Hm. Steckt bestimmt auch Louis dahinter. It wasn't an accident, after all. Louis ist immer an allem schuld. So, und damit... Yay! Haben wir Pikmin 3 Deluxe durchgespielt. Yippie! Also, nochmal ganz kurz zum Finale. Wie gesagt, die Flucht fand ich irgendwie nicht so toll. Die hätte man für meinen Geschmack auch einfach weglassen können, ehrlich gesagt, und direkt zum Bosskampf kommen. Weil den Bosskampf, den fand ich mega cool. Ein cooles Prinzip heißt, dass man ihm seine Körperteile da quasi abschlagen muss und die dann einzeln kaputt machen muss, bevor er sich regenerieren kann. Und dass er halt auch zum Ende hin immer krasser wurde, dass er dann geflogen ist und halt tausende von diesen Elementdingern gleichzeitig raushauen konnte. Man brauchte auch wirklich alle Pikmin-Arten, weil ich meine, er hat ja 4 Elementangriffe quasi gemacht und er ist halt geflogen, wofür man halt Flügel-Pikmin dann brauchte. Also wirklich alle Pikmin-Arten kamen da irgendwie... oder haben da nochmal gezeigt, was sie drauf haben beim finalen Bosskampf. Also echt mega cool, war mein Lieblingsfinaler Bosskampf. Vielleicht sogar mein Lieblingsbosskampf überhaupt aus allen Pikmin-Spielen. Ich glaube sogar schon, ja. Also ist auch sehr schwer gewesen, aber es sollte ja auch für einen Final Boss so sein. Aber trotzdem machbar, weil die Zwiebel eben in der Nähe war, dennoch richtig cool. Okay. Und dann noch ein paar allgemeine Worte hier zu Pikmin 3 Deluxe. Hat mir echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich kann es leider nicht so wirklich zu Pikmin 3 zum Originalen halt vergleichen, weil ich es ja nicht gespielt habe. Deswegen kann ich es halt nur zu den ersten beiden Teilen vergleichen. Und da kann ich sagen, dass es jetzt mein neues Lieblings-Pikmin ist. Ich mochte ja Pikmin 1 und Pikmin 2 auch schon relativ gerne. Aber Pikmin 3 ist, finde ich, nochmal besser, weil das Gameplay halt einfach nochmal viel, viel besser überarbeitet... Nein! viel, viel besser überarbeitet wurde im Vergleich zum ersten und zweiten Teil. Alles funktioniert einfach viel, viel besser und es wurde sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie genau das Aufteilen der Pikmin funktionieren soll, wie man durchcycelt durch die verschiedenen Pikmin-Arten. Das hat halt in Pikmin 1 und 2 überhaupt nicht funktioniert, so ungefähr. Also das stimmt auch nicht, aber hat halt trotzdem nur sehr schlecht funktioniert, finde ich. Und oftmals wollte man eigentlich ein rotes Pikmin werfen und dann hat man auch eines geworfen und dann direkt danach kam ein gelbe hinterher oder irgendwie so. Und das war hier einfach viel, viel sauberer und schöner umgesetzt, sodass es halt weniger frustrierend ist, weil wenn man halt 100 oder auch nur 60 Pikmin, kommandiert und das auch noch 5 verschiedene Arten sind, kann es halt chaotisch sein. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass das Gameplay da auch gut funktioniert und das war hier wirklich der Fall und das finde ich super. Was ich halt auch noch sehr cool finde, ist, dass man halt hier 3 Captains hatte, die man auch noch an andere Orte werfen konnte und die man auch noch irgendwo hinschicken konnte. Das ging ja in Pikmin 1 gar nicht, da gab es ja nur Olimar. In Pikmin 2 gab es zwar 2 Captains, die man steuern konnte, aber das war trotzdem bei weitem nicht so ausführlich, weil es halt erstens nur 2 waren und weil man die, ich weiß gar nicht, konnte man sie werfen?
das kann sogar sein, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es wurde auf jeden Fall nicht so ausführlich wie hier benutzt. Vor allem konnte man aber halt die Captains nicht an andere Orte hinschicken, dass sie da automatisch hinlaufen sollen. Das ging in Pikmin 2 nicht, erst hier in Pikmin 3. Und das ist halt auch richtig cool, weil das halt noch zu viel, viel mehr Multitasking führt. Und das ist halt so einfach so das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, hier in Pikmin 3 Deluxe, einfach schön zu multitasken. Und das war zwar auch stressig teilweise, aber trotzdem einfach ein cooles Gefühl, wenn halt alle drei Captains gerade irgendwie woanders sind und der eine reißt gerade mit seinen Pikmin eine Mauer ein, der andere baut eine Brücke und der andere kämpft wiederum gegen einen Zwischenboss oder irgendwie so. Also zwar ultra stressig, aber das gehört auch dazu und einfach nur mega cool. Und gerade, dass einem so viele Möglichkeiten gegeben werden, um eben das Multitasking auch wirklich gut zu machen und dass es alles auch wunderbar funktioniert mit dem Pikmin und sowas, ist echt super. Also rein vom Gameplay her wirklich eine starke Steigerung zu Pikmin 1 und Pikmin 2. Vielleicht hätte man aber den... Tausende Achievements! Vielleicht hätte man noch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöhen können, weil ich habe jetzt blind auf ultra motiviert gespielt und es war trotzdem viel leichter als in Pikmin 2, finde ich. Also ich meine, in Pikmin 2, das war zwar auch deswegen ein bisschen schwieriger, weil das halt teilweise nicht so gut funktioniert hat, alles, wie ich finde. Aber das war schon an sich auch einfach schwieriger, in den Höhlen und sowas vor allem. Also hätte vielleicht hier zumindest auf ultra motiviert ein etwas höherer Schwierigkeitsgrad noch sein können, finde ich. Aber das ist jetzt trotzdem nicht allzu schlimm. Ich bin zwar Challenge-Time, ich mag Challenges, aber schönes Gameplay und schönes Design ist mir dennoch viel, viel wichtiger als Schwierigkeit in Videospielen. Und wie gesagt, schönes Gameplay hatte das Spiel hier und schönes Design auch. Die ganzen Welten waren einfach wirklich wunderschön durchdesignt. Es gab halt leider nur 4,5 oder 5, wenn man die letzte als volle Welt dazu zählt. Da hätte ich mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es ist halt auch viel Arbeit wahrscheinlich, so eine große Welt schön zu designen. Das kann ich schon verstehen. Aber ich meine, im Prinzip dennoch wäre das vielleicht ein bisschen cooler noch gewesen, wenn es noch ein paar mehr gegeben hätte, weil die waren halt wirklich wunderschön designt. Es gab an allen möglichen Orten irgendwas zu entdecken mit den verschiedenen Pikmin und ihren Fähigkeiten. Also echt ultra cool, hat mir echt mega viel Spaß gemacht, das Spiel hier. Und ich kann es wirklich jedem von euch nur empfehlen. Du kannst nun in einer Besiege die Boss-Mission gegen das Plasma-Gespenst antreten. Olimas neue Abenteuer sind nun unter Bonus-Abenteuer freigeschaltet. Genau, das ist ja etwas Neues eben mit Olimas Abenteuer. Da haben wir ja auch schon 4 Tage daraus gespielt, aber jetzt haben wir eben noch weitere freigespielt, weil wir auch das Hauptabenteuer komplett durchgespielt haben. Genau. Also es gibt schon auch einiges an Inhalt, auch wenn es halt nur 4,5 Welten gibt im Hauptabenteuermodus. Es gibt ja noch einige andere Inhalte, die man auch machen kann. Und es gibt schon genügend zu tun hier in Pikmin 3, so ist nicht. Ansonsten, so die Standardsachen habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber die Grafik ist auch ziemlich schön, finde ich. Wie gesagt, sieht alles wunderschön aus, die verschiedenen Bereiche. Hier nochmal Gesamtbericht. Musik ist auch ziemlich schön, immer schön thematisch passend und atmosphärisch einfach. Meistens sehr, sehr friedlich, aber dennoch sehr passend, wie ich finde. Steuert sich auch ziemlich gut. Vielleicht hat sich auf der Wii U auch noch besser gesteuert, weiß nicht sicher. Ist halt nicht so perfekt mit der Bewegungssteuerung vom Pro Controller, weil man die sehr, sehr oft resetten muss. Also alle 10 Sekunden oder so muss man die fast resetten, weil das dann schon wieder nicht richtig funktioniert. Das hätte man vielleicht besser umsetzen können. Aber sonst kam ich eigentlich hier ziemlich gut damit zurecht, ja. So, also alle Früchte haben wir gesammelt. 27 Tage haben wir gebraucht. Wir haben einige Pikmin uns erschaffen, leider auch doch einige verloren. Aber da kamen jetzt vor allem am Ende nochmal einige hinzu. Weil vor allem an diesem Tag habe ich wirklich sehr viele verloren, weil der Boss echt auch nicht so einfach war. Aber wie gesagt, ich fand den Bosskampf echt richtig cool dafür. Okay. So, aber das Let's Play ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einiges vor uns, weil ich auch 100% machen will. Und wir haben jetzt zum Beispiel erst mit Olima noch das neue Abenteuer freigespielt. Oder ein weiteres neues Abenteuer. Damit könnten wir vielleicht beim nächsten Mal anfangen. Ich will noch einen Part hergeben, wo ich mir einfach nur halt alle Datenchips und sowas durchlese. Ich weiß gar nicht, ob mir da jetzt noch einer fehlt. Werde ich dann eventuell noch zeigen. Die Bilder muss ich auch noch nachholen, die letzten drei, die mir jetzt noch fehlen im finalen Gebiet. Und halt hier die Missionen gibt es auch noch, wo man halt auch noch weitere Missionen machen kann. Und da will ich auch überall Platin kriegen. Bingo-Duell muss man, glaube ich, sogar auch spielen für 100% für die Achievements. Also wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und auch wenn der Hauptstory-Modus beendet ist, das Let's Play wird noch eine Weile laufen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.